Moin Leute, willkommen bei Wheels. Heute mal bei frostigen Temperaturen und etwas Schnee. Und wo wir heute sind, das seht ihr jetzt. So, die Location kennt ihr jetzt und jetzt fehlt nur noch der Wagen und den gibt's nach dem Intro. Wie ihr gesehen habt, sind wir in der Verkaufshalle von Autohaus Simon und heute gibt's bei Wheels den Subaru WRX STI. Und wie der Subaru klingt und wie er sich fährt, das testen wir jetzt. So, wie eben schon erwähnt, Subaru WRX STI, Baujahr 2017, 2,5 Liter mit Turbo. Wir haben hier 300 PS am Start, natürlich permanent Allrad beim Subaru und das Ganze mit einem Boxermotor, 407 Newtonmeter. Und wir gucken mal, was er kann. So, was sehen wir hier im WRX? Vorne strahlen uns die Tachos an. Links Drehzahlmesser schön mit dem STI-Schriftzug. Hier oben haben wir die Anzeige für den Druck des Turbos. Und ansonsten ist hier im Subaru überall das STI verbaut. Die Sitze sind sehr bequem. Ich habe gut Platz. Kopffreiheit passt auch. Die Recaro Sportsitze, die finden wir erst im Facelift, was Ende 2017 gebaut wurde und damit auch das Ende des WRXs einläutet, weil danach kommt kein Modell mehr. In der Mittelkonsole haben wir ein schönes Display, was uns alles Mögliche anzeigt. Multifunktion mit Handy, Bluetooth, alles was dazugehört. Hier in der Mitte haben wir die verschiedenen Fahrstufen, die wir einstellen können. Sport, Normal, Cruise. Also der Wagen bietet viel Ausstattung, aber im Großen und Ganzen ist es einfach ein Rallye-Ableger, der ordentlich Feuer hat. So Leute, das war's diese Woche von Wheels. Wenn wir euer Interesse geweckt haben an diesem Subaru WRX STI, findet ihr den bei Autohaus Simon in der Ausstellung. Ich würde sagen, wie immer, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.